Ja. Und damit sage ich herzlich willkommen zurück zu Undead Legacy Dankeschön. und Buran, Swissly und Skyhawk. Servus. Das ist der Kaffee. Rezept. Was da noch liegt. Jo. Ja, wo laufe sie denn? Und wir laufen jetzt Richtung zweiten Händler, der dummerweise in der Wüste ist, ne? In diese Richtung. Und ja, schauen wir mal, wie das jetzt weitergeht. Kurzer Check, könnt ihr mich alle hören? Ja, ne? Ja. Ja. Gut. Und hast du jetzt dein Fahrrad gekauft? Ne. Warum denn das? Doch zu teuer, oder? Das wäre nicht zu teuer, aber wir brauchen noch so viel. Ach, natürlich Ja, haben aber wir wir das brauchen Geld. ja immer viel. Nehmt so viel Jukas mit, wie ihr könnt, weil für die brauchen wir kein Wasser. Lukas, Wasser? So, in der Wüste. Jukasaft benötigt kein Jukasaft, genau. Wasser zum Herstellen. Da brauche ich nur Okay. leere Gläser und Jukapflanzen. Na dann. Weil Wasser wird irgendwann auch knapp. Ach ja, das war Ja, ja der wir Mist, dürfen. dass du nicht einfach so ins Wasser konntest. Merkt man jetzt schon teilweise deutlich, irgendwie Durst hat man immer. Und du willst nicht eine Folge lang den Toiletten nachrennen. Nein. Nein. Aber ja, die Vogelnester hier sind alle leer. Und ich glaube nicht, dass wir hier schon mal langgelaufen sind. Du bist ja auch hinter mir, oder? Ach so. Nee. Nö. Nee, du warst Wo ich neben bin, mir. ist vorne. Ah. Entschuldigung. Hier war jetzt mal wieder eins. Ein Ranger, immer vorn. Haltet Ausschau nach Hirschen. Ich nehme noch überall die Goldrute mit. Stimmt, die Hirsche hat man hier das letzte Mal gesehen. Kommen wir dem Ganzen doch auch näher. Kann ich jetzt schon? Nein. Noch nicht mein Eierkarton voll. So, jetzt aber. Komm. Ja. 10 Eier. 10 Eier in 30 Minuten. Wow. Und ich sehe den Wüstenrand. Das Gute in der Wüste haben wir auch jede Menge Tiere, die man abluten kann. Und das Gute ist, in der Wüste nehme ich die Shotgun, wenn mir ein Geier zu nahe kommt. Ja, klar. da geht das. So, also auf Kakteen nicht rumtreten. Ja. Nein. Halt die Klappe. Wer was? Der Kerl hier. Sammeln wir uns am Wüstenrand? Ja. Ja, ich nehme nur schon mal die ersten Yukas mit.
Oh, schön, hier sind einige Baumstämme. So. Ah, Aloe Vera kann man auch gleich mitnehmen. Und passt einfach auf diese kleinen, fiesen Kaktusse auf. Mhm. Sowas hier. Genau. Wieso kam da Bleischrott raus? Was? Nein, ich habe glaube ich gerade was eingeschmolzen, wo Bleischrott rauskam. Hier ist noch so ein Ding links neben mir. Was? Achso, ich habe das falsche Instrument in der Hand. Also, Yucas und Aloe Vera. Halt still! Weil mit Aloe Vera Creme und normalen Verbänden können wir Heilverbände herstellen. Mhm. Okay. Hier liegen auch immer schick irgendwie ein paar Nester rum, sehe ich gerade. Aloe, weiß ich wenigstens, wie das aussieht. Also Erste-Hilfe-Verband, falls jemand gelernt hat. Ich habe es noch nicht gelernt. Aber dann haben wir das Zeug wenigstens schon. Mhm. Ja. Na super, Bob, der Baumeister. Weil da wieder fast 4 Kilometer in die Wüste rennen. Können wir ja einen mit dem Fahrrad schicken. Du weißt doch, wenn wir einmal ein Fahrrad haben, kriegen wir es überall hinterher geworfen. Also sollten wir uns doch das Auto zulegen. Mhm. Am besten gleich den Hubschrauber. Nee. Damit sterben wir nur. Nee. Achtung, hier kreist ein Geier. Und kreist darauf, der Geier oder kreist er nicht? Ja, der kreist. Der kreist über mir die ganze Zeit. Ist es dann ein Pleite-Geier? Nee, das bestimmt nicht. 165 Jetons. Chance ist groß. Oh, Yucca Yucca. Enten. War hier nicht auch irgendwo das Ding mit den ganzen Samen? Ich bin hier auf einem Feld und ernte schnell Mais. Mhm. Für einen Yucca-Trink, was brauchen wir da eigentlich? Wie viel Yuccas von dem Zeug? 2 Früchte, glaube ich, und ein leeres Glas. Ah, okay, alles klar. Moment. Dann habe ich schon mal 10 Gläser gerade da. Yucca-Saft braucht, ja, 2 Frucht und ein leeres Glas. Cool. Ratsche hat man noch keine oder ähnliches, ne? Nee. Zahnräder. Brauchen wir 4 Stück für den ersten Schraubenschlüssel wieder. Mhm. Mhm. Seid ihr schon beim Händler? Nö. Gut, ich wollte bloß wissen, weil ich torn ja noch in der Wüste rum und sammle Yuccas Zeug auf. Mhm. Bin jetzt 200 Meter entfernt. Und ich bin bei Swissly. Ihr seid alle bei mir. Ihr seid alle vor. Ich bin 100 Meter. Aber ich renne auch noch im Zickzack jedem Nest hinterher. Ja, ja, alles, was ich hier kriegen kann, nehme ich mit, egal. Yucca und Aloe, Nester, ja. Was ist denn das für ein Stein? Ach, Ölschiefer brauchen wir noch nicht, wa? Nein. Nein,
Schade, schade. Waren wir hier bei dem Händler, dass hier alles leer ist? Was? Ich war noch nicht da. Das Tor ist offen. Der müsste ja die Munitionskisten haben. Die beiden. Ja. Leer. Dann hast du doch irgendetwas nicht übernommen. Respawned. Tja. Ja, aber dafür ist zum Beispiel... Ach, keine Ahnung. Leer, leer, alles leer. Take your time. Speak with me for now, we're cooking with gas. Here you go, friend. Whatever you need, just say the word. Ja, dem haben wir schon altes Zeug verkauft. Wieso hat er das denn gespeichert, aber nicht... There's always Shamway up the road. You can try looting. I don't know. Good luck. Ja, also dann wieder nach Hause, ne? Ja. Bleibt nichts anderes. Der Map. Das heißt, aber die Quest, die wow, Quest der hat abgeben, einen Compound-Bogen. Oder? Hat er beim letzten Mal schon. Costa Quanta. Viertausendachthundert, ja. Genau. See you later. Ich könnte 165 dazu geben. Naja. Aber er hat eine 2 Honig. Ich kann 4400 dazu geben. Buran, er hätte noch Schlagmann Baden 2. Moment. Schlagmann. Stopp, stopp. Hier kommt irgendwas. Ach, es ist Kevin. Na gut, aber für 1400. Wäre ein bisschen teuer jetzt. Glaube ich, ist momentan noch nicht so wichtig. Okay. Bücher, Sammlerstücke. Der Schlagmann Band 2 wäre schon okay. Ne, genau, wäre schon okay. Würde ich nehmen, aber ich bin ja selber gleich da. Ich nehme nur noch das ganze Yucca-Zeug mit, was ich hier finde. Okay. Ah. Da bin ich. Dann laufen wir da mal ein bisschen um den Händler rum. Okay, ich bin schon gerade hinter dir. Ich komme nämlich auch gerade rein. Ich habe 47 Yucca. Sehr gut. Wird ein paar Drinks geben. Hier stehen, glaube ich, gerade so 20 Stück auf einen Haufen. Yucca, wo seid ihr denn? 39. Ihr habt von dem keine Arbeit angenommen, oder? Nein. Nee. Okay. Too far away. Wir müssen wieder nach Hause. Mhm. Ich bin ganz kurz AFK. Also Swissly, ich kann 50 Forschungsdaten beisteuern. Okay, ich habe 150. Sind wir auf 200 schon mal. Ja. Wir brauchten wie viel? 800? Yep.
Was brauchen wir jetzt für die Mechaniker? Wir müssen sie nicht erforschen, weil du hast sie ja gerade gelernt. Ja, aber bauen. Okay, das... Und die Stufe 2 haben wir zu Hause, oder? Nee, war das die Mechanikerstation? Yes! Was ist mit dir? Ich habe ein irgendwas Vieh gelegt. So ein Reh oder sowas oder Hirsch oder. Cool. Eine Forschungsstation Stufe 3 brauchen wir. Die kostet 800 und 30 Bücher. Hat hier westlich vom Händler jemand die Kartoffeln und Mais abgeerntet? Nein. Nein. Dann sind die auch vom letzten Mal nicht mehr gekommen. Okay. Wer hat das vorhin gesagt, dass mein Lootglück weg ist? Das war ich. Knackst ein scheiß Auto und was war drin? Ein Knochen. Hätte ich vielleicht die Klappe halten sollen. Ne? Okay, ich bin wieder in heimatlichen Gefilden. Gestorben? Nö. Okay. Ich bin wieder in Bühnen. Du bist der Wüste entkommen, ja? Ja. Ja, verdammt, ist noch einer. Ja. Habt ihr was gemerkt? Ich habe keinen einzigen Kojoten gesehen. Ich habe so einen Wau wie gerade vor mir gehabt. Und hast du ihn umgebracht? Mhm. Schön. Really? So, vielleicht klappt das jetzt besser. Ihr seid also auf dem Rückweg, ja? Ja. Ja, im Zickzack. Okay, genau. Dann gehe ich jetzt auch zurück. Ich nehme ja auch noch alles mit, was ich so finde. Vor allen Dingen einen Jucker. Bring dann zu Rehstein. Ach, wie schön. In der Wüste, geil. Mhm. Oh, mein E34er. Komm, du bringst mir eine Ratsche. BMW-Fahrer haben immer Werkzeug dabei. Na gut, ein Reparatursatz. Nicht verkehrt.
Ja. Oh, hier kraucht schon wieder ein Geier rum. Ja, besser bei dir als bei mir. Sehe ich genauso. Unten. Nein, hier krauchen zwei Geier rum. Ist das denn eine Schrottspitzhacke? Die brauche ich nicht. Schrottspitzhacke Stufe E. Braucht die einer nicht wirklich, ne? Schrottspitzhacke? Nö. E. Die kannst du mit Scrap Iron reparieren. Ja. Der einzige Vorteil an dem Werkzeug. Aber ich habe eine G-Eisenspitzhacke. Ich weiß nicht. Ja, gut. Ja. Die ist sicher besser. Die Eisen. Ja, brauchst halt einfach Eisenplatten zum Reparieren. Ja, ja. Aber das schmilzt wieder eh ein. Ja. Ihr hat ja richtig scheiß Laune. Weg hier. Oh, interessant. Ich habe das Rezept für Fahrradreifen gefunden. Kannst du scrappen? Alles klar. Halt die Klappe, du Geier. In dem Moment, als ich ihn gehört habe, habe ich gedacht, ja, aber ich bin doch gar nicht verletzt. Ja, doch, bin ich schon. Also ich habe das Gefühl, dass die immer genau dann auftauchen, wenn irgendwelche Untoten bei dir in der Nähe sind. Und die warten genau den Moment ab, wenn sie dich eventuell doch irgendwie kriegen oder verletzen. Was halt Geier so machen? Die kreisen. Genau. Sobald du geschwächt bist, schlagen sie zu. So lange hast du wirklich permanent über dir. Und ich kann mir vorstellen, wenn du dich an dem Kaktus auf dem Boden verletzt, dann stoßen sie auch gleich runter, weil dann sagen sich, aha. Party time. Genau. Lunchtime. Hier liegt ein Motorrad. Das sieht komplett intakt aus. Aber ich kann gar nichts damit machen. Nee, brauchst ein Reparaturkit. Nein, ich kann es noch nicht mal anklicken. Der zeigt noch nicht mal an, dass es ein Reparaturkit braucht. Aha, nein, dann ist es ein Schrottmotorrad. Kannst du es höchstens zerlegen. Ja, womit denn, Karl Otto? Karl Otto, womit denn? Oh nein. Jetzt kommt wieder Nebel. Ich hätte doch noch gerne ein, zwei Hirsche gehabt. Ich hatte einen. Also ich hatte 11 Fleisch, weil ich habe eins von diesen komischen Wüstenhunden da umgelegt. Und ehrlich gesagt bin ich mit meinem... Ich habe 40 Fleisch und 28 Eier. 50 Fleisch und 12 Eier. Na gut, dann kriegen wir doch was zusammen. Ich habe 11 Fleisch, Kartoffelsamen, die uns noch nichts nützen. Dann habe ich 1300 Pflanzenfasern und 78 Yucca-Bäume. 78 Yucca-Früchte. Sehr gut. Mal Frage, kann jemand von euch Pilzsamen herstellen? Nee. Nein. 19 Eier und 64 Yucca-Samen, 51 Fleisch. Wegen Samen kann ich gleich gucken. Glaube nicht. Pilz, ja? Ja. Weil Kartoffeln und Mais kriegen wir gefarmt. Es fehlen nur die Pilze. Und die Mais kann man ja überall setzen. Genau, die kannst du irgendwo an der Wand setzen. Wenn sie das noch hier auch so haben. Ja. Bei uns
uns auf der Toilette wachsen Pilze. Oh je. Ja, das ist ein Grund für uns zu jubeln. Direkt den Vermieter melden und die Miete wird erhöht. Genau. Okay, ich laufe. Und laufe und laufe. Oh oh. Also in der größeren Stadt, das sind jetzt aber meist nicht viele. Die haben mir vorhin aufgescheucht. Mhm. Durch die Stadt müssen wir echt langsam, ja. So, Huhn, komm her. Sehr schön. Noch 3 Kilometer bis nach Hause. Ich glaube, ich habe mich in der Wüste ein bisschen verhaspelt mit dem Looten. Bist du überladen? Nö, noch nicht. Sag schon, dann hast du auch noch nicht genug geholt. Ist so. Also, was brauchen wir? Forschungsdaten? Genau. Forschungsdaten bringe ich 50 mit. Im Moment sind Forschungsdaten Zahnräder und Autoreifen. Autoreifen ja sowieso aus, wenn du ein Auto zerlegen kannst. Ja. Daher werden die Zahnräder am wichtigsten. Wobei, morgen hat der Händler Reset. Vielleicht hat er dann ja wieder 4 Stück. Ja. Hurra, hier war ich heute schon mal. Schlange, verpiss dich. Keine Lust darauf. Sitz. Kann ich auch. So, wo wollte ich hin? Da wollte ich hin. Oh, gestört, das kann doch echt nicht angehen. Okay, noch 2,7 Kilometer. Langsam wird der Tag etwas enger, wenn das so weitergeht. Nee, ich sehe es 14 Uhr. Knapp 15 Uhr. Und ich bin überladen.
Junge, erhol dich mal ein bisschen. Kannst du an Wasser trinken? Kannst du an der Säure nuckeln? Gut, Aufnahmetimer sagt, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein, Zwisti, Buran und Skyhawk. Tschüss. Euch. Macht's gut. Ciao. Euch da draußen danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumchen nach oben da. Und wenn es euch richtig gut gefällt, was wir hier machen, dann auch gern ein Abo auf dem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.